scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Klar, über Zufall, und zwar mit der Idee, den Zufall mal herauszufordern. Weil damit wird der Zufall auch dich fördern. Also ich bin mir sicher, dass einige, die hier dabei sind, an Zufall nicht glauben. Sind andere wiederum, die sind sich nicht sicher, ob sie es glauben oder nicht. Und dann sind andere, die sagen, naja, das hat nicht mit Zufall zu tun, aber das Erlebte glaube ich wirklich nicht, dass es zufällig passiert ist. Okay, sicherlich gibt es ja dabei auch den einen oder den anderen Teilnehmer, der an dieser Stelle möglicherweise an zufällige Ereignisse überhaupt nicht glaubt. Und dennoch sind auch viele zufällig hier. Also die Frage ist dabei für mich, welche Zufälle gab es in unserem Leben? Und der zufälligste Moment in unserem Leben, finde ich, den kennt ihr noch. Das ist der Moment, an dem ich euch bitte, euch sehr oft noch daran zu erinnern. Es ist der Moment, wo ihr aus Sieger hervorgegangen seid, der Moment eurer Geburt. Und zwar, wie war das denn damals? Also, war dieser Moment wirklich zufällig? Oder es war genau das gewünschte Ergebnis einer Aktion? Eure Eltern haben sich bewusst oder unbewusst ein Kind gewünscht. Sie haben sich geliebt und nun kamst du ins Spiel. Denn du warst der Sieger eines Rennens von mehreren hundert Spermien auf dem Weg zum Ei, den du auch anschließend befruchtet hast. So ein Zufall. Oder auch nicht. Gibt es wirklich Zufälle? Du musst dich, glaube ich, öfter öffnen, Zeichen in deinem Leben zu erkennen, zu sehen. Zum Beispiel, es ist nicht zufällig, dass ich Impulsgeber bin. Und auch nicht, dass ich diesen Kongress in dieser Form in Leben gerufen habe. Seit über 50 Jahren bin ich auf diesem Weg und habe die Idee und auch den Namen dessen, was ich mache, vor circa acht Jahren ins Leben gerufen. Damals, interessanterweise, haben mich meine Mitmenschen gefragt, also, Herr Bretan, sagen Sie mal, was ist eigentlich ein Impulsgeber? Also heute, wenn ich mir die Online-Kongresse anschaue, alle haben Impulse. Also nur, das ist interessant, denn es ist so, alles, was wir tun, alles, was wir erleben, alles führt, jede Aktion, jede Handlung führt im Grunde zu einem Ergebnis. Und das ist wichtig für dich, sondern wichtig ist, was es folgt aus dem, was wir machen. Also, weil aus der Aktion folgt etwas. Aber wenn die Aktion nicht stattfindet, dann kann auch nichts folgen. Okay, damit eine Aktion passiert, ich weiß, wir müssen aus unserer Komfortzone rauskommen und aktiv werden. Schwer ist es nicht. Die Ergebnisse sind übrigens vielfältig. Und wie ihr heute erkennen werdet, sind sie auch wunderbar. Das Wichtigste ist aber, dass es immer ein Ergebnis geben wird. Und ich erzähle euch mal zwei Zufälle zum Thema Licht. Nein, der eine hat nichts damit zu tun, mit dem Spruch, es werde Licht. Der eine Beispiel geht um Thomas Edison. Thomas Edison wollte die Glühbirne entwickeln. Er hat auch nach hunderten Versuchen sein Ziel nicht aus den Augen verloren. Unsere Glühbirne, nur für euch als Info, sieht heute genauso aus wie das erste Bild, was er gemalt hat, wie diese Birne aussehen sollte. Auch wenn er hunderte, wenn nicht tausende Versuche gebraucht hat, um diese Birne zu entwickeln, diese Glühbirne zu entwickeln. Die Frage ist, war das zufällig? Oder war er nur auf dem Weg dahin, etwas zu entwickeln? Und nur zu ein anderes Licht. Weiß jemand von euch, wieso Schweden Marktführer ist in der Produktion von Streichhölzer? Sieht nicht so aus.
Ich wusste es auch bis vor kurzem nicht. Also als erster daran beteiligt war übrigens ein Deutscher. Und zwar Henning Brandt, 1685. Weil er war sich irgendwie sicher, dass er aus Urin Gold gewinnen kann. Von der Farbe her könnte man sich so denken. Sein Versuch führte aber nicht zum Gold, sondern sein Versuch führte zum Licht. Denn er entwickelte daraus ein Material, wo er feststellte, dass es zufällig dieses Material in Verbindung mit Luft Feuer anfing. Und das war unheimlich toll in dieser Zeit, weil das brauchte man natürlich für kriegerische Angelegenheiten. Die Unze kostete damals sehr schnell, im Verhältnis zu heute, 600 Euro. Damit war es für die damalige Zeit der Preis für eine Unze, also das, was er entwickelt hat, war Phosphor, vielfach teurer als Gold. Und da, ja, es ging um Phosphor. Phosphor heißt Lichtträger. Da wurde der Name auch übernommen. So, jetzt später ging es ja so, dass diese Gewinnung aus Phosphor, aus Urin, war natürlich sehr aufwendig. Und ein Apotheker, ein schwedischer Apotheker, hat 200 Jahre später angefangen, selber zu arbeiten, daran zu arbeiten und einen Weg zu entwickeln, Phosphor günstiger herzustellen. Jetzt ist ihm das zufällig gelungen, aber so, dass dann Phosphor so billig wurde, dass es überhaupt keinen Sinn mehr hatte, sich mit dem Verkauf oder Herstellung von Phosphor zu auseinanderzusetzen oder mit zu beschäftigen. Und dann hat er sich gedacht, okay, was mache ich mit diesem Phosphor? Und hat er den Streichhölzer erfunden. Niemand kannte das. Das heißt, in Schweden hat man angefangen, Streichhölzer herzustellen. Und so haben wir heute Licht. Es wurde Licht. Denn ohne Streichhölzer können wir heute auch nicht so schnell Feuer anzünden. Ist das nicht toll? Die Frage ist, wird das, wenn ihr euch die Geschichte zurückholt, waren das alles Zufälle? Jetzt erzähle ich euch mal was über mein zufälliges Leben. Also das, was ich euch erzähle, ist kurz und das geht, könnt ihr auch nachlesen, auch auf Sing oder überall, wo Daten über mich sind. In meinem ersten Leben als Informatiker war ich circa 25 Jahre in 11 Unternehmen als Angestellter tätig. In 11 Unternehmen 25 Jahre. Die Frage ist, wieso habe ich immer wieder die Unternehmen verlassen? Ich war auf der Suche nach was Neues, auf der Suche nach einer größeren Herausforderung. Ich wollte was Neues lernen, etwas Neues erleben. Und ja, ich wollte auch eine angebrachte Bezahlung für meine Leistung. Das waren die Elemente, die mir in dem Moment auch wichtig waren. Und das waren alle diese Gründe, die ich euch genannt habe. Die stellten sich später raus als Nebengründe. Die Ergebnisse waren für mich immens. Sie haben mich im Leben, in allen den oben genannten Punkten, auch wirklich weitergebracht. Allerdings, das, was der richtige Grund war, war ein ganz anderer. Und zwar, der wiederholte Wechsel war für mich immer die Suche nach dem Glück. Und ich bin mir sicher, dass auch du auf der Suche nach dem Glück bist. Die Frage ist, was tust du zufällig dafür? Was bist du bereit für dein Glück zu geben? Und das, was du bereit bist zu tun und zu geben, tu es auch. Deswegen meine Idee für dich, fordere dein Glück heraus und fördere dein Glück. Starte noch heute, denn morgen gibt es nicht mehr. Nutze bitte diesen Impuls und die folgenden Impulse sind auch unsere Impulsgeberin heute. Dein Glück ist zufällig zum Greifen nah. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend mit uns zusammen, Ovidio Bretan, fit, gesund, mobil.